Wow, Makers Mark Private Select, eine super schöne Sache. Ich finde das cool. Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich Maker's Mark Private Select Taste Panel Exclusive Oak Stave Selection. Also 55,65 am ABV. Ich habe schon in meinem Leben Maker's Mark probiert. Ich habe schon Maker's Mark 46 probiert. Steht da Maker's 46, heißt nicht Maker's Mark, Maker's 46. Ich habe Maker's Mark Cask Strength probiert. Flasche habe ich momentan nicht. Und ich war jetzt hier vor einigen Wochen in Loretto, Kentucky. Im Grunde die erste Distillerie, die ich überhaupt dort auf meine Bourbon Trail Erfahrung besucht habe. Und dort habe ich einiges über Maker's Mark kennengelernt. Und ich ging da rein und im Gift Shop am Ende sagt, welche Flasche gibt es nur hier? Und da, das ist die, wenn ich hier richtig lese, die 2017 Auswahlflasche hier von Distillery 2017 Tasting Panel. So, ich mach mal auf und ich erzähle gleich ein bisschen weiter davon. Ich habe auch ein Video davon gemacht, wie ein Kerl selbst seine Flasche einen Wachs eingetunkt hat. Ich habe ein Video online bei Whiskey Jason bei Facebook reingestellt über die ganze Distillery Tour. Vielleicht lade ich den sogar auch hoch auf meine normale Seite. Und was wir hier haben, ist blub, eine besondere Ausführung. Maker's Mark, Cask Strength von Maker's Mark ist alles so normal. Lagerhäuser und so weiter, 5 bis 7 Jahre, dann holen sie runter und dann tun sie da drin Staves. Ich habe ursprünglich gedacht, dumm, Whiskey Jason weiß echt nicht alles, ich bin immer noch am Lernen, enorm. Ich habe eher gedacht, dass sie die Fässern ein paar Dauben rausnehmen würden und dann neue Dauben reintun würden. Mit French Oak zum Beispiel. Französische Eiche. Oder dass sie auch wie anderen das gemacht haben, wie Compass Box, nur den Deckel von den Holz neu gemacht haben. Nein. Die bei Maker's Mark nehmen tatsächlich dünne Holzstäbchen und die tauchen das in den Fass rein und lassen es da drin für mehrere Wochen. Ich glaube 9 Wochen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und es gibt insgesamt 5 verschiedene Holzsorten, die man auswählen darf. Es gibt den sogenannten Baked American Pure 2, keine Ahnung, also gebackenes Holz. Es gibt Seared French Cuvée. Also Seared ist mit einer heißen Flamme französischer Eiche. Es gibt Makers 46, das ganz normale französische Eiche, der eher geröstet wurde. Es gibt den Roasted French Mocha. Da ist ein Mocha-Geschmack von dieser französischen Mocha. Und es gibt den Toasted French Spice, eine getoastete französische Würzigkeit. Und von diesen 5 verschiedenen Holz Staves, also diese Holzstangen, die da reinkommen, kann man auswählen. Und hier haben die ausgesucht, das ist der übrigens der Tasting Panel, das sind die Leute, die selbst immer wieder auch bestimmen, ob Maker's Mark gut genug ist, dass hier reinkommt eine einzige Baked American, 5 French Cuvée, Seared Cuvée, 3 Roasted French Mocha und eine einzige Toasted French Spice. Das Bild muss ich da einblenden. Ich habe von den, das gab ein Regal, in dem das drin war. Oh, auf der Rückseite steht es auch. Hahaha. So, ein Moment. Ich brauche das. Vielleicht könnt ihr so hier sehen. Da könnt ihr auch merken. Also, eigentlich sollte ich hinten hier lesen.
One baked American pure two, three seared French cuvée, three roasted French mocha and one toasted French spice. Aber hier steht 5. Also das alles mit der Hand geschrieben. Doch, das ist doch ein 5. Der sieht nicht so aus. Also ist interessant. Echt mit der Hand geschrieben. Hier vorne Hand geschrieben, da hinten Hand geschrieben. Denn es, die machen nur ein paar Fässern davon und die füllen diese Flaschen ab. Und das war's. Und das ist echt richtig, richtig eine Seltenheit. So, ich habe dafür bezahlt. Das ist auch eine gute Frage. Was habe ich dafür bezahlt? Die Flasche ging bei meiner Flaschenteilungen so schnell weg. Das war nicht mal so lustig. Denn alle wollten diese blöde Flasche denn so haben. Ich musste nochmal in meine Liste schauen. 75 Euro hat die Flasche nur gekostet. Ich habe es rübergeschleppt. Also das war nicht die teuerste Flasche, die ich mitgebracht habe aus den Staaten. Die teuerste Flasche war natürlich die. Hahaha, mein nächstes Video hier. 268 Euro dafür. Echt erstaunlich. $300. Aber 23 Jahre alt. So, gibt es irgendetwas, was hier drauf zu sehen ist? Ich lese einfach mal vor. The whiskey inside every bottle of Maker's Mark Private Select is created using a custom recipe of oak staves unique to each barrel. Diese Whisky innerhalb von jeder Flasche von Maker's Mark Private Select, also Privatauswahl, wird hergestellt, indem man eine custom, also auf sich selbst geschnittene Rezept von Eichen-Staves, also Eichendauben nenne ich sie immer noch, einzigartig für jede einzelne Fass benutzt. Each stave imparts a distinct flavor profile, which in combination produces a whiskey that is truly one of a kind every time. So, jeder Daube verleiht eine einzigartige Geschmacksprofil, was in Kombination produziert ein Whisky, das ist wahrhaftig einmalig, jedes Mal. So, auch eine tolle Flasche, das ist die gleiche Flasche, die sie hier sowieso für Makers 46 seit Jahren benutzen. Was ich nicht wusste, ist, diese Makers und Private Select, die kommen in eine ganz getrennten Lagerhaus rein. Die nehmen die nach diesen 5 bis 7 Jahren raus und dann wird dieses hier, sie nehmen einfach das Fass und die tun da so ein Plastikstückchen, also das Bild versuche ich auch noch hier einzufügen. Da sind wirklich so diese Dauben, also es sieht aus wie ein Fächer, wie man Papierfächer hat. Und das sind einfach nur kleine Holzstreifen und die werden getoastet hierfür. Und eine einzige französische Eichelsorte, da kommen, glaube ich, 8 Dauben da rein. Kommt das richtig hin? 10 Dauben, Entschuldigung, es sind immer 10 Dauben, kommt da rein und das war's. Und dann haben sie einfach bei diese 46, kommt daher, dass sie 46 verschiedene Versuche gemacht haben und der schmeckt am besten. Also 45 Fehlversuche nenne ich das. Aber die haben gemerkt, es gibt anderes Holz und das können sie auch damit kombinieren. Und Private Select ist, dass Hotels, dass Kneipen hingehen und sagen, ich kaufe sowieso ein Fass und ich möchte mein eigenes Fass haben. Und das richtig Bombastische daran war, ihr merkt meine Begeisterung, der 46 war in der Lagerhalle links und rechts. Und Private Select lag auf dem Fußboden. Die einzelnen Fässern lagen einfach da. Da waren 20 Stück. Und ein paar davon haben sie dafür benutzt für den Private Select Taste Panel. Also, was sagt meine Nase? Der riecht typisch. Da war Mokka. Da war dunkle Schokolade da drin. Der war echt nett. Wow. Der roch tatsächlich nach Makers. Makers Mark, sogar nach Makers 46. Aber der hat echt einen bombastischen Zusatz dazu gekriegt. Übrigens, Kentucky Bourbon Whiskey, ganz wichtig. Nicht Kentucky Straight Bourbon Whiskey, weil bei Straight darf nichts hinzugefügt werden. Kein Holz. Du darfst ein Fässer benutzen, aber kein Holz hinzutun. Und das ist das, was sie hier tun. Das habe ich auch letztes Mal gar nicht gemerkt. Ich glaube, das habe ich mal mein Maker 46 Video nicht gesagt. Kentucky
Bourbon Whisky. So. Also noch einmal. Alkohol ist zwar da. Das musste eigentlich 45% noch sein. Entschuldigung, das ist 55%, das ist Fassstärke. Das hier war 45%. 47%, sorry. Die machen Wasser hier rein, 47%, obwohl es Makers 46 ist. Das verwirrt mich immer. Ich dachte, es war ist immer eins darüber. Und das ist tatsächlich 55,6%. Riecht nicht danach. Alkohol ist zwar ein kleines bisschen präsent, aber wenn ich den Maker's Mark Cask Strength daneben hätte, habe ich leider heute nicht, wäre der wesentlich intensiver. Aber ich kriege echt Mocke. Wie viele Staves waren von Mocke? 3 nämlich. Und was ist Seared French Cuvée? Ich weiß es nicht. Ha. Okay, gut. Ich habe meinen Computer angeschmissen. Ich habe ein bisschen geschaut. Ich versuche ein bisschen zu erklären, was dieses Holz ist. Ich lerne, während ihr vielleicht mit mir lernt. So, wir haben hier Baked American Pure 2. Das ist tatsächlich amerikanische Eiche. Und das wurde für eine ganz kurze Zeit gebacken. Es wurde in einen ganz normalen Herd reingetan. Für eine etwas längere Zeit bei niedrigen Temperaturen. Wer auf die Idee kam, weiß ich nicht. Also tust Holz, dünnes Eichenholz, in ein Herd bei Temperatur von 130 Grad für 12 Stunden. Okay. So, das, wonach ich gesucht habe, Seared French Cuvée. Es benutzt ein Infrarotofen. Und es ist nicht so lange. Diese Staves sind wesentlich dunkler, weil es wird auch höhere Hitze ausgesetzt. Und es hat auch Ritzen da drin, damit es mehr Oberflächekontakt mit dem Holz hat. Wow, interessant. Maker 46, was gar nicht hier drin ist. Es wird auch genau wie in einen herkömmlichen Backofen reingetan, aber es ist nicht bei einer niedrigen Temperatur, sondern bei einer höheren Temperatur. Dadurch kommen mehr Schokolade, dunkle Schokolade und auch ein bisschen geröstete Kaffeegeschmack dabei raus. Wow, ist wirklich Wahnsinn. Das, was am 3 Stück, die hier drin sind, in Roasted French Mocke. Und das ist der einzigartigsten, kann ich so sagen, der speziellsten Kochprozess. Zuerst wird es dann in diese Infrarotofen bei einer hohen Temperatur erst einmal gekocht. Und dann kommt es zu einem normalen Backofen da rein. Und der wird nochmal bei niedrigen Temperaturen dann gebacken. Und das erzeugt eine fruchtige, würzige Gewürz wie Zimt und rauchigen Gewürz. Interessant. Wow, wer auf die Idee kam. Wirklich, wirklich merkwürdig, merkwürdig. Ein Toasted French Spice habe ich hier in meiner Liste gar nicht drin. Oh doch, da habe ich. Oh, ich habe gerade vom Toasted French Spice erzählt. Entschuldigung, Roasted French Mocke. Ich habe es verkehrt gemacht. Roasted French Mocke ist genau wie der Baked American ist bei niedrigen Temperaturen ist es nicht, sondern es ist auch wiederum eine höhere Temperatur. Naja, ich verstehe nicht alles hier. Eine trockene Finish. So. Wenn man es süß und einen langen Abgang haben möchte, braucht man hier diese Mocke-Staves. Wow, das ist eine ganze Wissenschaft von sich. Und das würde alles zusammen hier, das war zusammen mit Independent Staves Company, ISC. Das ist echt richtig cool. Gut. Sorry, Leute. Ich habe gelernt, während ich hier gesprochen habe. Tolle Vorbereitung, Jason. Dieses Video, was ich auf Englisch drehen will, ist wesentlich besser vorbereitet. Denn ich habe nie darüber nachgedacht, welche verschiedene Staves das sind. Nochmal. Also bitte einfach, ich habe eingetippt bei Google.
Seared French Cuvée. Und sofort kam diese Seite hier von gobourbon.com, Maker's Mark, Private Selection. Ach, das ist eine tolle Nase. Was sagt mein Mund? Mein Mund sagt hart. Wow. Zu hart. Oh Mensch. Ich habe echt viel reingekippt. So. Und jetzt werde ich einfach mal das runterbringen auf 45%, sage ich mal. Wow. Langer Abgang. Richtig nett. Fruchtig, holzig, karamellig. Mochig. Wow. Ich glaube, ich hätte den gerne alleine für mich gehabt. Aber mein Ziel war es, Whisky Jason. Ich wollte wirklich einfach meine ganzen Leute, die Leute, die ich kenne bei Facebook, wo ich immer wieder Samples auch herbekommen habe, auch gerade am Anfang, was sie mir unterstützt haben, wollte ich zurückgeben. Und deshalb habe ich wirklich, ohne aufzuschlagen, die gleichen Preise, die ich in Amerika bezahlt habe, habe ich hier gleich einfach mal meine Flaschenteilung gemacht. Und diese Flasche war buchstäblich innerhalb von 20 Minuten einfach mal verteilt. Das war so schnell. Ich musste einige Leute sagen, tut mir leid, geht nicht. Das war Wahnsinn. Das war ein Samstagabend und es war sofort, sofort weg. Ich gönne mir doch dieses Rest hier. Also ein bisschen Wasser braucht er. Aber bei 55% sage ich mal, das ist hier nicht verwunderlich. Die Frage ist, ist es ein 1 wert? Ich glaube ja, 1 minus. Ob es ein 1 ist, weiß ich nicht. Immer noch hart. Ich erkläre gar nicht so viel. Entschuldigung, ich genieße noch. Meine Meinung steht schon fest. Das wird eine 1- sein. Der erste, glaube ich, Maker's Mark, den ich eine 1- gegeben habe. Ich mache gleich auch noch eine Blind-Verkostung. Ich tue den mit der 46, mit der normalen dazu. Ich habe hier leider keinen Cask-Strength momentan. Ich war in London am Flughafen. Das war nur 41 Pfund für eine 1-Liter-Flasche, glaube ich. Nee, es waren 750-Liter-Flasche, Milliliter-Flasche. Und ich habe so viel schon zum Schlucken gehabt. Ich konnte es nicht mehr. Alkohol kommt ein bisschen durch. Viel, viel, viel Eiche, aber eine nette, Mocke-ähnliche Eiche. Das finde ich echt toll. Dieses French Cuvée. Ich sollte hier bei French Cuvée was haben mehr und mehr? Butterscotch, Caramel and Nuttiness. Also Butterscotch ist, ich sag mal, braune Zucker, also ein bisschen flambierte Zucker, Karamell und auch Nuss. Auch ein bisschen süß. Sehr schön. Ich habe viel Karamell, aber nicht der typische Bourbon-Karamell. Das ist anders. Versucht das denn mein Gedächtnis? Es ist kein, es ist stark. Also Booker's. Ein Bourbon, ein 1776, 50 plus, 55 Barrel Strength. Aber anders. Es ist nicht, als ob diese Mais dominiert, sondern Holz ist viel, viel mehr da. Habe ich schon etwas gehabt, der ähnlich in diese Richtung kam?
Nee, momentan fällt mir nichts ein. Westland aus Oregon, da war auch ein Single Malt, der in diese Richtung ging, aber der hat ein bisschen zu viel Torf für mich gehabt. Oh, eins minus, sorry, Buff. Preis-Leistung, wie ich sagte, 75 Euro, ach, drei minus. Also, das ist schon ein exquisite, exklusive, unmöglich sonst zu bekommen Whisky. Deshalb bin ich ein bisschen gnädig mit meinen 3 minus und 75 Euro. Tolle Flasche, toller Inhalt, sehr, sehr, sehr selten zu finden. Tolle Sache. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Dieses Video war eher für mich als für euch. Also du hast gar nicht, immer noch nicht, weißt du, was da drin ist. Es schmeckt einfach bombastisch. Aber du hast gemerkt, dass da sind fünf verschiedene mögliche Holzarten, die verschieden gebacken werden. Mit Infrarot, mit Herd, mit niedriger Temperatur, hoher Temperatur, lange Zeiten, mit Ritzen und Rillen drin und nicht. Und es ist echt erstaunlich, was da gemacht wurde. Wow, Maker's Mark Private Select, eine super schöne Sache. Ich finde das cool. Bis morgen. Tschüss.